So, mal wieder einen Plug replacen müssen. Kennt das ja. So, 4 Stück, damit können wir uns bei uns oben eine unendliche Wasserquelle machen. Ich hätte gesagt, wir machen uns unser Feld hier unten. Muss man eh erstmal umgraben. Deshalb hauen wir uns die unendliche Wasserquelle hier rein. So, ja, wie gesagt, müssen wir jetzt erstmal umgraben hier. Wobei, kann man auf Potzol? Nee, okay. Ja, dann müssen wir umgraben. Obsidian könnten wir eigentlich auch brauchen. Das wäre eigentlich auch nice. Wir hatten ja unten so ein bisschen Lava. Vielleicht können wir ja ein bisschen Obsidian klären. Dann könnten wir in den Nether gehen und uns einen Zaubertisch bauen. Hätte ja eigentlich was. So, hier noch ein bisschen. So, auf jeden Fall kommt hier eine Reihe Wasser hin. Und da können wir dann nämlich Zuckerrohr anbauen. Das hatte ich auch irgendwo schon. Da. Und auf der einen Seite Zuckerrohr. Und auf der anderen dann Pumpkin und Melon Seeds. Power Beans, auch cool. Aber ich hatte schon irgendwo, hatte ich Pumpkin Seeds
und Melon Seeds. Hä? Wir haben auf jeden Fall... Dann. Craften wir die halt so. So. Hier nicht. So. Und das hier ist... Damit die nicht neben rauswachsen. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Dann brauchen wir jetzt hier. Das hier wird von der unendlichen Wasserquelle noch abgedeckt. Ich hier 1, 2, 3, 4, dann kann ich hier nochmal einen reinsetzen. Schon down? Krass. So. Ist jetzt nicht irgendwie symmetrisch oder ästhetisch, aber es ist funktional und darauf kommt's an. So. Dann hätten wir das schon mal. Puh, okay. Aqua Affinity. Könnte auf den Helm. Außer für Eisen haben wir eh nicht. Obwohl. War doch so, ne? Gibt's Aqua Affinity 2? Nö, okay. So. Ja, eigentlich wär auch so ein bisschen Lava schon mega nice. Lass mal nach unten gehen. Da hat es ja Lava.
dann holen wir uns jetzt ein bisschen Obsidian. Und dann können wir uns nämlich den ersten Zaubertisch bauen. Und ich meine, ein paar Bücher haben wir in den Dungeons ja auch gefunden. Das wäre ja eigentlich eine ganz gute Sache. Hier unten waren wir noch gar nicht. So, hier unten war das, ne? Ja. Weiß ich nicht. Das da drunter ist keine Lava, okay. Gut, das dauert jetzt halt ein bisschen. So. Dann können wir uns einen Zaubertisch bauen und vielleicht gleich ein paar Bücherregale. Und vielleicht sogar ein Netherportal. Und wenn wir dann... Eigentlich sind wir dann ganz gut aufgestellt. Dann könnten wir uns vielleicht mal an die ersten Grundrisse und an den Rohbau der Basis wagen. Dann erkläre ich euch auch, oder zeige ich euch auch, was ich mit den... Mit diesen... mit diesen Elevator-Blöcken vorhab. Beziehungsweise wie die Base dann funktioniert, mehr oder weniger. Das hier, dass ich sehe, wie viel ich schon habe. Wir es schaffen, nochmal irgendwelche Enderperlen zu bekommen und im Nether dann ein bisschen Lohnzeug, dann können wir uns vielleicht sogar Ender-Chests bauen mit dem Obsidian. Das wäre natürlich übernice. Der eigentliche Grund, warum wir in die Dungeons rein, oder warum ich in die Dungeons rein wollte, wäre ja, weil es in den Dungeons ganz tief unten meistens Ender Lily Seeds gibt. Was heißt meistens? Die gibt's da halt. Und die können da halt in so Kisten mit drin sein. Und die wollte ich dann irgendwie anbauen. Das dürfte aber gar nicht so einfach sein. Weil man muss sie auf Endstone anbauen. Fällt mir gerade ein. Dann ist es ja eigentlich mega dämlich. Okay, bleiben wir noch ein bisschen hier drüben. Das ist doch schon mal ganz nice. Würde man sich die Folge in einem Zeitraffer angucken, wäre es mega witzig, weil wir würden rumlaufen und dann siehst du noch Tag, Tag, Tag mit dem Obsidian.
So. Den noch und dann gehen wir weiter hoch. Dann haben wir 20 Blöcke, das müsste eigentlich okay sein für den Anfang. Also können wir immer wieder runterkommen und neu holen. Das ist ja dann das allerkleinste Problem. Nach oben. Ach ja. Oh, es scheint dunkel zu sein, oder? Ja. Ich nehme als Reflex schon immer das Schwert in die Hand, obwohl wir eigentlich gar keine Bücher anhaben. Mal ordentlich hinsetzen. So. Und jetzt pass auf. Bücher. Wo habe ich meine ganzen Bücher? Hier sind ein Haufen Bücher. Was ist unten auch noch hier drin? Nein, okay, dann haben wir 30 Stück, das ist schon mal nicht so schlecht. Also, wie ging jetzt nochmal Zaubertisch? So, ne? Zack, zack, und oben ein Buch. Yeah. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Holz. So. Das ist doch geil. Den, der zieht dann eh irgendwann um. Aber dann können wir fürs erste ja jetzt mal hier hinstellen. Eine Wand mit Bücherregalen und den. So. Und damals brauchen wir ja noch gar keinen Lapis. Und ich glaube, ich habe noch so ein paar Level. Genau. Gucken, was wir auf die Diamond Pickaxe kriegen. XP Boost. Ja, wow. Shortcast. Efficiency 1. Ich hatte nochmal irgendwo Efficiency 1. Protection. Efficiency 1. Jetzt habe ich bestimmt keine Level mehr um. Ja, kostet 6 Level. Aber hey, wir haben Efficiency 2 schon mal. Das ist doch okay. Das können wir dann irgendwann. Aber wenn wir schon mal dabei sind. Wir haben 4 Essence Berry Bushes. Die müssen auf Stein platziert werden. Und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir hier gleich mal den Center-Block rein.
So. Ich hatte doch noch irgendwo... Ah, hier unten. So. Die müssen nämlich, glaube ich, im Dunkeln wachsen. Und die haben Dornen. So. Felder anlegen. Haben wir. Haben ein bisschen Wolle, wir haben Ressourcen. Dann ist jetzt die Basis dran. Okay. Und zwar, wenn ich jetzt da einen hinbaue, kann ich den auch wieder wegmachen, ohne dass er kaputt geht? Yes. Okay, dann werde ich jetzt mal ganz kurz demonstrieren, wie diese Elevator funktionieren. Ich baue mich mal so ein paar Blöcke nach oben. So, da unten ist ein Elevator und hier setze ich jetzt einen Elevator hin. Wenn ich da jetzt drauf bin und direkt da unten drunter in Luftlinie, also da dürfen keine Blöcke dazwischen sein, sondern nur Luft. Wenn ich jetzt Shift drücke, dann bin ich unten. Und kann hier rumlaufen und wenn ich Leertaste drücke, dann bin ich oben. Und so möchte ich meine Base gern um diese Blöcke rum aufbauen. Was genau das heißt, das werden wir noch rausfinden. Je nachdem, wie sich das alles realisieren lässt. Aber ja, das ist so der Plan. Und hier oben möchte ich einfach im Prinzip das, was wir jetzt hier draußen stehen haben, so ein bisschen Truhen und so, das will ich hier oben drinnen lassen. Ja. Vielleicht muss man das dann auch ein bisschen zurücksetzen noch. Und hier oben ist dann, machen wir mit Holz und so ein bisschen schön. So als Tarnung und in den Boden setzen wir dann die Blöcke rein. Und dann können wir hoch und runter switchen. Und im Normalfall würde ich jetzt hier 9 solche Blöcke hinmachen. So habe ich es auf meinem Server übrigens auch gemacht, damit ich eine größere Fläche habe. Aber das kommt halt nach und nach. Also ich meine, wir müssen mit den Blöcken auskommen, die wir zur Verfügung haben. Und ich würde auch sagen, wir setzen die Wand hier ein weiter nach hinten. So. Und dann haben wir hier zentral diesen einen Block. Und ich glaube, dazwischen passen 20 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und dann muss der hier wieder... So. Nee. Nicht? Ich meine, es waren 20 Blöcke. Ah, so geht's. Okay. Dann der 20. Block. Und im Prinzip können wir uns jetzt hier wieder nach oben bauen. Und das ist jetzt sozusagen unser Aufzugsschacht. Und da können wir jetzt... Naja, gut.
dann merkt man halt, man muss hier direkt. So, da bin ich dann. Darf halt nicht in der Wand drin stehen. Ja, und hier. Wie gesagt, diesen Schacht muss ich halt freilassen. Aber alles andere hier wird in Zukunft zur Base umgeformt, umgebaut. Ich hätte hier gerne so einen runden Raum. Und das kann man natürlich auf verschiedene Ebenen auch noch machen dann. Das heißt, in den nächsten paar Folgen werden wir haufenweise buddeln. Und dann muss ich mir noch überlegen, wie ich das sozusagen das Layout mache. Aber ich habe da schon so eine grobe Idee. Auf jeden Fall würde ich jetzt die Folge und diese Aufnahme sehr schnell an der Stelle mal beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bin einfach nur mega glücklich, dass wir jetzt wieder halbwegs flüssig spielen können. Und ja, deshalb freue ich mich auf die nächsten Folgen und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Folgen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.